Tada! Null View! Hurra! Hallo! Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mein... Ich habe eigentlich die Integrated Webcam am Laufen, nur irgendwie wird nichts angezeigt. Oh, so ein Nest kann man auch tief legen. Nein! Scheiße! Jetzt habe ich noch meine Maus eingebaut. Noch habe ich IKEA-Werbung. Jetzt habe ich den süßen rosa Screen von Andi. Großer. Auch das denn heißt. Der rosa lila. Die Pimmelfummelgruppe. Aber ich sehe wer? Doch, ich sehe Fiora. Zwei, das dürfen Benny und ich sein. Ja, zwei Nee, Viewer. ich spuck mich zu. Oder zählt es doch mich selbst nicht? Scheiße, ich habe es nicht so auf Facebook oder irgendwo geschrieben. Kann ich jetzt auch schlecht? Hab ich schon getan, Andi. Hallo. Hi, Andi. Jetzt verstehe ich, warum mir das die Webcam die letzten Male nicht angezeigt hat. Was ist eigentlich mit Pain? Der kommt gleich wieder. Aha. Hoffe ich mal. Red ruhig weiter. Wie, was? Er hat schon gepasst. Okay. Das war Benny. Hallo. Du wurdest gerade ins Bild eingeblendet mit deinem komischen Solarium-Foto. Ey, aufhören. Ich schon wieder weg. Ich war auch kurz Direkt eine zu sehen. Unterlassungsfrage hier. Ich beschwere mich beim Einwohnermeldeamt. Was haben wir denn? Jetzt muss ich mal meine ganzen Spiele vorholen, die ich gesammelt habe. Du bist ja so cool, Ja, ich Depp hab das nur überall verteilt und ich bin durch das Kabel, durch doppeltes Kabel hier gebunden. Ich Depp. oh. Ja. Bin so cool, ich habe so viele Kabel. Ich hätte auch gerne so viel Kabel wie du, weißt du es? Ja. Ah, aber ich habe schon ein Spiel, was man nachher mal ausprobieren kann. Das sieht man auch jetzt eingeblendet. Ich glaube, das interessiert auch gerade den Grobi besonders. Ja. Oh nein. 433 Leute haben schon meine Eskapaden gesehen, ne? Meine Fresse. Deine Eskapaden? Insgesamt 4.433. Ich will nicht in deine Eskapaden damit reingezogen werden, ne? Hast du schon das YouTube-Video gesehen vom letzten Livestream, wo Grobi 3,5 Promille hatte? Nee. Nee. Alter, das war echt übel. Aber großartig gemerkt hat muss er ja nicht. Nein, gar nicht. Nö, so bist du normalerweise auch drauf. Ich glaube, von 3,5 Stunden quatsch ich alleine 2 Stunden. Ja, und ich bin eine Stunde komplett weg. Ja, dann sagt der Cannelloni auch einfach mal Hallo, ne? Nee, noch keiner da. Wir warten noch ein bisschen, bis sich noch ein bisschen ein paar eingefunden Ein haben. paar Deppen einfinden. Der Wollte war ich mal bei Schmuser im Kanal. Wie viele haben denn das letzte Mal zugeguckt? Das waren nicht viel mehr. Zwei mehr, glaube ich. Ich melde mich mal kurz bei Teamspeak an und schreibe da kurz mal öffnen. Schleichwerbung. Ich krieg so aufs Maul von Schmuser, aber ist mir egal. Nee. Doch. Ich kann ja schon mal was vorzeigen. Moment, ich schau mal, dass Nein, ich das richtig zum nichts vor, Halten nichts. bringe. Ich wollte eigentlich mal ein paar Spiele, die ich spielen könnte, vorhalten.
Allerdings muss ich du das. Du spielst nicht. Du hast Spielverbot. Okay. Und wenn ich das so zum Halten krieg. Nee. Also wenn ich das perfekt zum Halten krieg, dann bin ich echt scheiße. Oh, voll auf dem Fuß. Ja, dann bist du echt scheiße. Ich bin eh schon scheiße. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, das machen wir nur bei Kacke. Ach so, okay. Kommst du her? Halb so grad. Kommst du her? Viele bunte Smarties. Ey Gott, dann habe ich die Webcam gerade nicht an. Das sieht so scheiße aus. So wie immer. Ja, noch beschissener. Ach so. Er ist das dann gar nicht online, das hätte Anpfiff gegeben. So. Genau so muss ich es hochhalten. Jetzt muss ich noch die Webcam wieder aktivieren. Ich depp. Scheiße. Scheiße. Guck schnell, bevor es aus anfällt. Die etwas groß genug machen. Scheiße. Aber es ist zu klein. Ach komm, dann zeige ich es einzeln. Scheiß drauf. Das hier ist ein Vorschlag. FIFA Street. Was? FIFA Street? Ja. Warum tut jetzt eigentlich mein Handy? Kann sein, dass es andere schon wieder im Stream ist. Dragon Ball Z für den Kane, wenn mir gerade nicht wieder alles aus dem Schoß fliegt. Mirror's Edge. Ich finde Mirror's Edge ganz interessant. Ich auch. Oder was ihr noch gar nicht kennt, Ferrari The Race Experience. Das war das erste Spiel, was ich für die PS3 überhaupt hatte, von daher. Jetzt und Moment, ich blende mich mal aus. Oder eben wie ihr seht, Little Big Planet Karting. Ja, warte noch einen Moment, bevor du mit richtigen Spielen anfängst, bis da sich so 2, 3, 6 Leute eingefunden haben. Alter, was schreibt mir da? Ich sehe schon, das ist der Benny. Was denn? Halt, nee, ist blau. Wieso ist das alles blau? Also 3 Leute sind definitiv wieder wir. Ja. Ich bin einer davon. Ja, 3 Leute sind wir. Einer bin ich davon, ja. Gute Aussage, Kate. Nee, bin ich keiner, ich bin mal wieder keiner, ne? Einfach. Ach komm, dann mache ich so lang vorübergehendes Programm. Und mach mal 2, 3 Runden Bomberman. Scheiß drauf. Sozusagen als kleine Einstimmung. Mach was du willst. Aber mach. Mensch, seid ihr motiviert. Und nicht wundern über mein Handy. Ich glaube, das muss ich stumm schalten. Warum hast du so viele Freunde? Nee, das ist jemand, den ich als besonderen Freund scheinbar auf meiner Facebook-Liste habe. Achso. Oder mein Handy spinnt gerade allgemein. Ach, vor allem diese herrliche Musik. Hör ich Gott sei Dank nicht, da ich den Ton auf stumm habe. Oh. Der Ton ist aber auch ganz schön leise. Hm. Ich hab das, was ich eigentlich sonst immer hab. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil dann kommt wieder die Beschwerde von wegen, das hört man wieder im Hintergrund und hier und da. Nee. Aber ich sehe, dass es links nicht einwandfrei läuft. Kann das sein? Doch, ist jetzt schon. Mach einfach mal ein Spiel rein.
Ja, aber 3 Viewer ist noch nicht so das Ziel. Ich habe mich mal kurz vom PSN abgemeldet, damit ich ein bisschen mehr Leitung zur Verfügung habe. Ich glaube, mein Handy hat gerade einen Schuss. Ich habe jetzt mal den Ton ausgemacht. Melde dich aber gleich noch mal kurz an die. Mal gucken, wer online ist. Dann kannst du dem mal schreiben, dass ein Livestream da ist. Wir zocken einfach dann später mal zusammen GTA bei einem Livestream. Das geht schwer. Geht's nicht? Nee, also das zieht eh schon so viel von meiner Leitung. Achso, okay. Hui. Erwischt. Ach, stopp ich mir wieder voraus. Ich glaube, das mache ich gleich über Handy schreiben, dass Stream läuft. Shit. Jawohl. Tag auch. Tag auch? Ja, sagt man Tag auch und dann User Left ja Fan. Ja, was sind das denn für Flachpfeifen, ey? Gewonnen! War wieder zu schnell, scheiße. Wer hat Angst vor dem großen, blöden Grobi? Robert. Robert? Ja. Robert! Vor dem großen, blöden Grobi? Hallo? Ja, ich wollte dich böse sagen, aber irgendwie ist blöd raus. Ja, egal. Erstens bin ich klein und zweitens bin ich doof und nicht blöd. jetzt, ja. Juhu, ich hab's geschafft. Status, beziehungsweise mal gucken, was überhaupt... Ich hätte gerne einen Push. Ein Push? Ja, jedes Mal, wenn dein Bild mir hier bei Skype eingeblendet wird, kriege ich so einen leichten Würgereiz im Hals. Echt, ey. Ja. Meine Schönheit kann halt nicht jeder vertragen. Nee, das ist wohl wahr. Hat ja auch nicht jeder 6 Euro übrig für einmal die Woche so ein Studio. Warum bin ich da so braun oder was? Du siehst so ein bisschen aus wie einmal durch den Kuhhaufen gezogen, aber... Kann mir mal einer... Wie er es mag, ne? Kann mir mal einer im Chat schreiben, wie ganz genau die Internetseite heißt, die Streamseite. Weil ich muss das per Hand eingeben. Kennst du dich doch mit aus, oder nicht?
Die ich heißt hab, ziemlich nicht, genau. Ich hab's nicht genau im Kopf, das ist das Problem. Ich glaube www.twitch.tv. Ja. Was? 15 Millionen. Bitte schön, Andi. Dankeschön. Jetzt muss ich kurz den Penny wieder ins Bild drücken, weil sonst kann ich nicht lesen. Sorry, Grobi. Solange du diese komische Fratze ins Bild drückst, ist mir das ja egal. Ihr seid so gemein, ey. Oh. Dieses Bild hat auch Gefühle. Du meinst, bin ich immer der, der hier zu leiden hat. Das heißt, hab ich mal einen, der... Was hab ich denn dafür zu tun, damit Nein, aber man muss sich hier einfach durchkämpfen, Benny, weißt du? Und dann hat man irgendwann mal den Status, wo man über andere ablästern darf und kann. Ah, ich kann jetzt schon über dich ablästern, ne? Ja, raus damit! Nö. Ja, Chicken Krieg. Das ist meine Art. Auch nicht über Andi seine hinterhältige Art. Will ich auch nicht reden. Ja. Ihr könnt euch doch zusammentun über den VfB Stuttgart lästern, das passt doch. Ja. Ne, über den braucht man nicht lästern. Das ist der unfairste Verein seit Jahrzehnten. Nur weil es ein Spiel gegeben hat, wo sie jetzt mal ein bisschen zugelangt haben. Ein bisschen? Hallo? Wobei, ich muss zugeben, ich habe die Spielszenen jetzt nicht gesehen, aber es ist nicht glaube ich nicht so, dass die jedes Spiel irgendwie da die Gegner kaputt hauen. Heute war es schon heftig, also. Ich bin jetzt auch nicht kleinkariert oder irgendwas, aber was die Stuttgart heute mit den Dortmundern gemacht haben, war schon, ja, nicht schlecht. Wer hat denn da so schwule Musik? Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist bei mir. Das ist aber keine schwule Musik, das ist nur ein schwuler Abschnitt für einen coolen Hauslied. Entschuldige, dass ich dich in deiner Persönlichkeit angegriffen habe, Benny. Das machst du doch schon die ganze Zeit. Ja. Hast du nichts Besseres zu tun, oder was? Ja, das war aber das allererste Mal, dass ich mich entschuldigt habe. Ja, heute bist du da, da brauche ich Kane nicht fertig machen, weißt du? Ach, wie nett. Nein, ich habe jetzt alles gelöscht, ich Depp. Ich bin ja für gegenseitiges Fertigmachen. Halt die Fresse. Da drauf fällt mir jetzt nichts ein, das war mir zu hart. Okay. Ja, deine Mutter oder ist das auch so hart? Irgendjemand ist gerade auf dem Channel und singt Atze. Ich hab gerade nur den Channel nicht geöffnet. Anzeigen. Das war der John C96, der Schaller da gesungen hat. So, ich muss jetzt mal meine Miete hier rausschmeißen. Oh. Wir die geht schon wieder auf den Sack. Und über jeden Zuschauer. So. Aber jetzt haben wir ein weniger Miete jetzt raus. Oh, und jetzt muss ich noch jemandem schreiben. Erstmal hier posten, das dauert jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten. Lass doch mal gucken. Scheiße, ich hab vergessen, was zu trinken. Einzukaufen. Dann braucht ihr einen. Hä? Ach nee, du bist ja kein Sativa-Mitglied, du hast ja das nicht immer so an der Seite liegen, stimmt. Ja.
Obwohl, ich kann euch ja eigentlich mitnehmen, oder? Wen willst du mitnehmen? Ja, ich kann euch mitnehmen, während ich Getränke kaufe. Das ist wohl wahr, ja. Das bist du wohl dann, ja. So mache ich das doch jetzt mal. Ciao. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung auf Schmusers Channel. Oh. Jo. Das gibt Kraft. Ich glaube, der hört mich. Ich glaube, was ich da gerade sage, hört mich da gar keiner, oder? Wo bin ich da überhaupt gerade? Da bin ich, okay. Für alle, die jetzt nochmal neu reinschauen, wir sind gerade noch in der Vorbereitungsphase. Wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Livestream oder so, dann klickt mal bei da unten rein, was ich da gepostet habe. Danke, tschüss. Ich will nicht zu viel Werbung machen, sonst rotzt mir der Schmuser ins Genick. Wenn ihr so ein bisschen Spaß haben wollt und so ein bisschen mit im Livestream sein wollt und so und noch mehr Werbung. Und dann habe ich da unten was reingepostet. Ja, unten im Chat. Oh, es ist Abend da. Jetzt darf ich sowieso keine Werbung machen, sonst kriege ich hier direkt einen gegen Latz. Anarchie. Wie viele Zuschauer? Ich immer noch 3. So, ich verlasse jetzt das Haus. Ja, ganz gut. Man hört's. Die Lage ist eigentlich noch ganz beruhigt hier draußen. So, jetzt gehe ich aus dem Hof raus, die ersten Leute fangen an zu jubeln. Ja, wenn es jetzt gekracht hätte, hätten wir gewusst, dass der Laster sich mitgenommen hat. So, zack, ins gepanzerte Auto rein. Ja, der piepst jetzt immer ein bisschen am Anfang, das sind halt diese neuen Autos. Boah. Natürlich mache ich das Lied aus. Jetzt mache ich direkt erstmal einen fetten U-Turn. Ne? Die macht die ganze Zeit am Battlefield spielen, das macht nicht viel Sinn. Ja gut, ich habe es zu Facebook noch. Ich habe doch unten habe ich einen Link reingetextet. Hallo Peters. Ich mache das nochmal. Da bin ich richtig. Kopieren. Einfügen. Senden. So. Nein, da bin ich verkehrt. da. Einfügen. Jups. Da steht's. Ja. Ich starte mal hier Big Planet vorsichtshalber. Damit es auch ein bisschen noch was aussieht. Die Leute sollen ja auch denken, ach, da läuft ja doch was. Zurzeit läuft da noch nicht viel, weil wir wollen gerade so ein bisschen Leute zusammenkriegen und dann passt das schon. Ich kann ja auch mal im Supermarkt fragen. Genau, fragt die Kassiererin. Haben Sie einen PC in der Fähigen? Ja, aber der gerade da nachgefragt hat, ist der, so der ist jetzt wieder runtergegangen, auch wenn ich das ein bisschen nach dem Mädchen dann hörte, aber egal. Also wenn wir gleich 10 Leute auf einmal haben, wir haben 4. 4? Ja gut, 4. Ich habe auch über Facebook geschrieben. Ich auch. Die dicke Kassiererin auch gerade eine. Grüß mal. So. Ich bin angekommen. Scheiße, jetzt muss ich mir auch noch von Little Big Planet Karting ins Patch schlagen. Wow. Boah, ist das windig bei dir. Ja, aber wirklich. So. Ich bin drin.
Entschuldigung, Musik. Boah, aber wie ich gerade sehe, ich möchte gerade kein HSV-Fan sein. Überhaupt nicht. Warum? 54. Minute 7:0 für Bayern. Boah. Das ist bitter. Das ist bitter. Jetzt ich mich ja eigentlich gleich mal bei Sunny Radio einloggen, ne? Ich glaube, der Maiko ist halt nicht da. Apropos, da müsst ihr fragen. Das nehme ich. Beziehungsweise ich kann auch andere Leute fragen, ob die nicht Co-Kommentator spielen wollen nächste Woche. So ein Sprite ist doch ganz chillig. Ey, lass das aber mal den Anderle, wenn der Bock hat, lass das mal den Anderle machen. Ja. Und nicht wundern, dass für 118 Megabyte es so lange dauert, den Patch zu laden, aber ich belage gerade so meine Internetleitung mit dem Stream und allem. Ja, passiert schon mal mit einer 1000er Leitung. 6000er. Wow! Ja! Für das ist meine Quali echt noch top. Da prügelst du ja was raus. Ja. Was haltet ihr von Schoko, Jungs? Ich hab einen Schokohasen hier. Von Schoki, was? Ach nee, ich hab lieber Bock auf Gummibärchen. Nee, keine Gummibärchen. Gummibärchen sind kacke. Okay, da nehme ich gar nichts. Die Pussybären. Die Pussybären? Die Pussybärenbande. Die Pussybären sind lecker. Oh, Mist, jetzt sieht man wieder Sachen, die ich eigentlich nicht zeigen wollte. Hm? Wer schnell guckt. Hey. Da stand irgendwas von hinzufügen und hier, da, ja. Ah, ja, dann geht's ja. Kasse bimmelt. Hallo, gute Frau. Grüß dich mal. Grüß dich mal. Grüß dich mal. Sag mal, sag der Kassierin mal. Grobi, grüß dich. Haben Sie heute Abend Zeit? Sag das. Schon weg, Mann. Oh, das wäre jetzt geil gekommen. Oh, Backe. Das kann ich nicht machen, ey. Das spricht sich hier um die Lauffeuer. Ja, dann bist du bald nicht mehr erwünscht. Genau, so, es gibt's wieder 18 Uhr. Das will mich doch immer noch. Benny ist feige. Was bin ich feige? Ich bin überhaupt nicht feige. Wenn er jetzt angesoffen wäre und es nicht machen wird, dann wäre feige. Ja, dann wäre ich aber auch hierhin gelaufen. Ist ja wohl mal klar. Ja. Ich glaube, jetzt ist er durch den Tunnel gefahren. Und eine Brücke unter der Brücke durch. Ich fahre gerade unglaublich schnell. 45. Ich muss euch mal kurz ablegen. In der 30er-Zone, wohlgemerkt. Jo. Ich muss mal kurz die Türe zumachen. Er hat geblinkt. So, hier muss man aufpassen, rechts vor links. Aber ich komme ganz gut durch. Jetzt muss ich warten hier. Was passiert mit den Millionen Gedanken, die du hast? Aus dem Fenster gewesen. Ideen, die den Anregungsmotor verbrennen und den Lärm. Hat wieder Parkplatz zum Haus ergattert. Ideen sind Energie und Energie verschwindet. Die
Straßen, Himmel, ganz in die Fantasiewelt, angetrieben von, sind wir schon da, erwartet. Zusammen geschwächt. Aber wer das Intro erfunden hat, also da muss er echt was Intus gehabt haben. Ja, das war einer von Sativa. Ein Highway der wahren Träume, Realität auf Fantasie. Hier kannst du dein Fantasie-Gaspedal voll treten in einem Rennen der Freundschaft. Startet eure Hirnmuskeln, denn das ist Little Big Planet Party. Vier Zuschauer ist aber immer noch nicht doll. Ja, immerhin schon mal das. Hallo. Ich bin zu Hause. Ein letztes Gemini. Ah, ich will ja keine Verbindung zu den Online-Inhalten. Von dem her. Hier. Jetzt seht ihr mein wunderbar eingerichtetes Eigenheim in Little Big Planet Karting. Schick. Ja. Ist ja sehr kreativ. Ja. Ungefähr sieht das, das sieht ungefähr so aus, als wenn ich einmal im Kreis kotze. Ja, ja. Yeah, yeah. So, was soll ich jetzt machen, Jungs? Soll ich entweder Roadster Cup 380 LP machen oder britische Leichtgewichte 500 LP. Mhm. Das, was du lustig bist. Hm. Dann nehme ich mal britisch. Gehen wir mal ins Spiel. Da sieht man mal, was alles nicht verfügbar ist, wenn man nicht online ist. Hier ist der Little Big Planet Klatsch und Tratschmarkt. Unter letzte Aktivitäten findest du LBPK Updates. Das ist total abgefahren, Mann. Und der auch für die News. Nein, ich glaube es nicht. So sehr wir hier bei Little Big Planet Community Ways. Hä? Community ist aber... du hast ja gar keine Internetleitung. Ja, schon gut. Es geht nur Story. Bin nur gerade wieder andersweitig beschäftigt. Den Kolben aus der Hand. So, jetzt seid ihr nochmal live dabei, wie ich mir die Nase putze. Feine Sache. Okay, war ein guter Abgang. Ja. Wenn so dein Abgang ist, will ich nicht deine Freundin sein. Tja. Dann würde ich mir auch Sorgen machen, wenn du seine Freundin wärst. Ja, aber wenn er, so, wenn er seine Freundin so ins Gesicht trotzt beim Abgang, naja. Es dauert gerade noch kurz, ich muss gerade noch kurz was schreiben. Außerdem sind Benny und ich ganz dicke, das wisst ihr noch nicht. Ja. Aha. Ja, total gerne. Wir sind schon auf Fantasien gekommen. Ja. Habt ihr noch nicht mal dran gedacht über. So, jetzt stehe ich draußen im Garten. Mal gucken, wie viel Akku das toppt. Oh, mein Datenvolumen ist seit einer halben Stunde aufgebraucht.
aufpasst, das geht ja schnell, ey. Aber von der Verbindung geht's, oder? Ja, einer frei. Ist schon krass, ey. Was man schon alles so machen kann, weißt du, was ich meine? So, ich Skype gerade mit euch und es wird live übertragen und so ein Scheiße. Du kannst mit deinem iPhone schon oder mit deinem Smartphone schon die ganze Bude steuern und so. Ey. Bei mir fliegt ja gerade ein Passagierjet durchs Wohnzimmer. Hä? Alter! Landen die bei dir vor der Haustür oder wie? Die Flugzeuge? Nee, aber es ist eine Einflugschneise abends, wenn der Wind richtig steht. So ist es halt in Frankfurt City. Okay, wo ich gerade die Eisstelle sehe, wolltest du ein Snickers-Eis? Schicke ich die durch die Leitung? Nö, gerade nicht, danke. Okay. Du hast auch nichts mehr von mir, ne, du blöde Fotze. Was willst du? Was wolltest du immer ein Eis von mir? Achso. Ich wollte dich einfach wieder ins Gespräch einbinden, weil du bist ja schon wieder, weiß nicht, du bist jetzt, glaube ich, in den Titans-Gimp-Universum eingetaucht. Yep. Yeah, yeah. Ja, kurz zur Story. Da gibt's so komische Typen, ich glaube, Negavitrons oder wie die heißen. Und die überfallen mit ihrem Cut die Little Big Planet Welt. Und jetzt müssen wir ihn rennen gegen diese Typen. Die sieht man jetzt hier übrigens gleich. Oder ja, die sieht man ja bei euch auch. Die müssen wir platt machen. Und diese Sackbots steht ja auch dabei, sind unsere Teamkameraden. Das ist ja voll aggro. Ja. So, jetzt muss ich kurz nochmal nach der Steuerung gucken. Ich glaube, R2 war Gas geben. Yep. Wenn man X gedrückt hält, dann driftet man. Beziehungsweise, wenn man nur kurz X drückt, dann springt man. Eben so. Ja, man sieht noch nichts. Ja, stimmt. Ich bin mal wieder der Welt voraus. Wo schießt man nochmal? Scheiße. Jetzt startest du gerade. Ich werde doch erstmal voll in die Bande. Ja, ich weiß. Das zockt wie Sau. Zumindest bei mir. Ja, so ein bisschen, ne? Das kann auch sein, weil es ein bisschen wilder ist. Wow! Nee, mit Viereck schießt man. Und was gibt es sonst noch Wichtiges? Eigentlich nichts. Da muss mal gucken, dass man erstmal wird. Ui.
Hier geht es natürlich auch wie im richtigen Little Big Planet darum, dass man die Sticker einsammelt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel was bekommen. Ach, das ist, ich bin wieder mal im Blink voraus. Scheiße. Der Ton passt aber zum Bild. Ja, der Ton passt zum Bild, aber ich gehe jetzt halt gerade über das TV-Bild. Und da bin ich ja meilenweit voraus. Ja. Jo. Jetzt rennen wir euch auch zu Ende. Jo. Jetzt kann man natürlich auch wie im richtigen Spiel mit der Hand wedeln. Wenn man will. Je nachdem, ob man L2 oder R2 gedrückt hält. Dann mit dem Analogstick natürlich. Muss ich mal gucken, ob ich auch irgendwie so ein Battle-Level finde, wo man nur gegeneinander kämpft. Nicht wundern, dass ich gerade wieder abwesend bin. Ich muss gerade jemandem helfen. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, hier hat man Versus. Gehen wir mal ins Königsschloss. Okay. Letzte nimmst du ihm auch schon. Moment. Jo. So, jetzt mal beim klassischen Battle. Scheiße.
Kennt man glaube ich auch so aus Mario Kart. Ich wollte gerade fragen, so ein bisschen daraus geklaut, ne? Ja, schon ein bisschen. Da lag was. Und wie ist das so? Hat man hier auch irgendwie eine gewisse Anzahl an Leben oder sowas? Nee, da geht's bloß ausschließlich darum, den Gegner zu vernichten und so viele Punkte wie möglich zu holen. Also hier mit Ballons ist gar nichts. Okay. Ach, scheiße. Och, Arschloch. Nein! Komm her. Da war er tot. Oh, das seht ihr jetzt auch gleich, wenn eine automatische Rakete kommt, wird einem ja meistens angezeigt und man hat gerade passenden Item, dann taucht irgendwann das Schild auf, das anzeigt, dass man jetzt nach hinten abfeuern muss, um die Rakete abzuwehren. Aha. Oh, jetzt habe ich es zum Beispiel vertan. Aber das Bild zuckt noch ein bisschen stark. Ja. Ich glaube, das dauert auch noch einigermaßen lang, bis der Stream soweit ist. So eine Kacke. Nein! Scheiße. Wo ist eigentlich Grobi hin? Der ist uns gerade abhanden gekommen. Irgendwie seine Verbindung wieder. Wie cool dein Sackboy mit der Sonnenbrille aussieht. Oder so ein bisschen auszusehen. So ein bisschen oldschool. Kann man denn irgendwie auch die Gegner hauen oder so? Ja, das geht. Gerade online ist es eigentlich ganz lustig, weil man sammelt sich ja erstmal auf der Strecke am Anfang, so eine Minute bevor es losgeht, dann läuft der Countdown ab. Und in der Zeit, wie im alten Little Big Planet, kann man mit L2, R2 und Analog-Sticks so ein bisschen um sich schlagen. Und so während des Rennens oder so nicht, oder wie? Ja, während des Rennens ist schwierig. Aber möglich. Ja. Ach so. Und was würdest du jetzt eher empfehlen? Little Big Planet Karting oder dieses F1 Race Stars? Weil die Demo von F1 hat mich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt. Nee, sorry, bin gerade wieder abgelenkt. Das schreit mich gerade an.
Moment, ich lass mal kurz weiterlaufen. Öffne dich. Aber vom Menü, wie man sieht, hat sich, glaube ich, nicht wirklich viel verändert, ne? Nö, nö, das sieht man ja, das ist im Prinzip das Standardmenü. Man kommt jetzt ganz normal durch die Level durch. Ja, jo. Und, wie bei LBP1 ja, noch. Sogar. Oder wie auch immer. Du erweist dich langsam als Card-Commander der Card-Force-Elite, nicht mehr und nicht weniger. Oh nein. Deine Fahrkünste sind einfach unvergleichlich. Das meine ich ganz ehrlich. Doch wie schneidest du beim Fernsteuern eines Cards in der Kunstwelt ab? Das ist etwas komplizierter. Doch mit unseren Extra-Features wird das unmöglich. Das ist Kinderlach. Gib einfach Vollgas und lenke wie ein richtiger Taxifahrer. Es gibt 3 Tempo-Boosts, die du verwenden kannst. Nur so, was kann schon passieren? In Little Big Panic kannst du deinen Führerschein nicht verlieren, denn hier wird erst gar keiner ausgestellt. Ja, ja, alles so ruhig hier. Ben, sag du doch mal irgendwas. Ja, bla bla bla. Ja. Jetzt auch gerade nicht auf. Ich habe meinen Soll erfüllt heute mit meiner Let's Drive Action. Wie, das war noch nicht mal 10% von der Erwartung an dich. Gut, was kann man, was kann ich noch zeigen? Ach ja. Also wie gesagt, ich freue mich schon auf Mirror's Edge. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, da will ich auch mal zugucken. Komm, dann hau ich das jetzt als nächstes rein. Wenn du da so heiß drauf seid. Jo, ich wollte es mir eigentlich schon immer kaufen, irgendwie nie gemacht. Weil ich die Demo auch schon so gut fand. Oh, das war ein Schlag gegen das Mikro. Moment, dann muss ich kurz aufstehen. So. Nein, das war nicht Andys Hüftgelenk, keine Sorge. Die ist erst neu reingekommen. Das war mein Knie. So, und Moment, bleib wieder da. Und das sind dann wahrscheinlich die Ellenbogen. Nein, wie man hört, die Hülle. Nun geht auch noch Ben flöten, ja super. Aber das Hintergrundbild finde ich ganz witzig von LBP-Karting. Da. Ta-da-ta-da! Ta-da-ta-da!
Moment. Spiegels Ecke. So. Benny, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Das heißt, das Schöne an dem Spiel ist, es hat so was Geheimnisvolles. So ist die Musik. Okay, das war von EA? Ja, das ist von EA. Und sogar da ist. Kaum. Ja. Vom BF3-Entwickler. Es war ja sogar die Überlegung mal da, dass sie einen Nachfolger bringen. Und woran ist es gescheitert? Oh, keine Ahnung. Ja, super. Es wurde mal angekündigt, nur aus Edge 2, aber irgendwie kam das Spiel nie raus. Das ist wohl auch so verschwunden wie andere Titel wie Star Wars Battlefront 3 oder was auch immer. So, was machen wir dann? Neues Spiel am besten, würde ich mal vorschlagen. Ich schmeiß doch nicht meinen Spielstand weg. Spinnst du? Doch. Andererseits wollte ich ja sowieso das Spiel mal komplett durchspielen als Let's Play. Also. Ja, mal doch. Okay. Leicht normal. Ja gut, was anderes geht nicht. Schwierigkeitsgrad, leicht oder normal? Schwer. Geht nicht. Da muss ich gleich einmal durchspielen, damit ich schwer. Dann natürlich normal. Normal. Ja, ja. Du sollst auch ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Deswegen ja. Jetzt hatte ich gerade wieder abgelenkt. Diese Stadt für Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Dann muss ich mal den Ton lauter machen. Langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht, oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Oder kannst du den Ton vom Spiel ein bisschen lauter drehen? Ich kann den Ton vom Spiel lauter drehen. Einen kleinen Tag mal bitte. So? Moment, es dauert erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Übrigens, Amulle schaut später auch noch rein. Oh oh. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Schurz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt wurde zurück. Dann wird er dein Handy nur noch bimmeln. Wenn du das neue Trainingsgelände anschickst, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Ah, das kenne ich noch aus der Demo. Ja, das ist jetzt der Prolog. Gott, ich muss mir auch noch schon dran gewöhnen. So, und springen. Menno, es ist blöd, dass ich so weit hinten bin. Hui! Ich aktualisiere mal. Hi, Faith. Willkommen zurück. Uhu. Wiedersehen. Ach du Kacke, jetzt kommt der Wandlauf, den hasse ich. Oh. Geht doch eigentlich. Tada. Da jetzt im Prolog geht's noch. Doing. Ja, ich dachte, da geht's drunter durch.
Oh. Ich spiele irgendwie die ganze Zeit auf. Oh. Da kommt übrigens auch mal Six Axis zum Einsatz. Warte mal, jetzt muss ich glaube ich da hoch. Ich finde diesen Grafikstil, den die da gewählt haben, ganz cool. Hopp. Muss ich ehrlich sagen, das passt irgendwie richtig zum Spiel. Jetzt muss ich glaube ich da hoch. Warte. Ah ne, da an der Seite lang. Mensch, die reinsten Kletteraffen. Wie gescheitert. Tja. Nein. Falsch angegangen. Wie soll das erst im Spiel werden? Das ist erstmal der Prolog. Ja. Aber ich glaube, so in etwa hört sich's auch in Benny seiner Stadt an. Wenn ich gerade darüber nachdenke, so wie er gerade unterwegs war. Huch! Ich wollte nicht runterfallen. Das war geplant. Jetzt. wie lasse ich denn los? Ach ja. Steht doch extra alles noch. Oh. Scheiße. Ja, ist recht. Diese Landung. Ach, schon wieder runtergefallen? Ja, sag nix, Kate. Sag nix. Okay. Sag mal, jetzt schau ich nicht auf das Teil hoch jetzt. Und loslassen. Rechtzeitig loslassen. Jetzt am besten. Oh, passt. Glück. Erstmal draufkommen, ne? Ja. Ach so, ja. Stacheldrahtzaun. In the morning. Oh. Bin ich jetzt? Aber warum hat man Ben gerade nicht gehört? Ja, wir kriegen es gerade nicht auf die Reihe. Hört mich keiner. Das ist doch gut, ey. Doch, jetzt hört man dich wieder im Stream. Wortwortteilstämme. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich hätte aufs Dach muss. Oh Mann, ich hab das Spiel echt zu lang nicht mehr gespielt. Andi, da wo es rot ist, da musst du hin. Ja. Mark will das Rennen, Andi, renn. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los. Alter, trifft doch gar nicht. Hey, wie oft ich das Level in der Demo gespielt hab? Ne? Okay, Faith. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall. Was ist eigentlich mit Kobi jetzt? Ja, der ist verreckt. Und seine Leitung ist verreckt. Nee, er ist ja noch online, aber weiß nicht, wo er bleibt.
Vielleicht ist er auch mal eine Stunde weg. Soll ich? Mach. Oh. Mann. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und deinen einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Oh, volle Breitseite. Gescheitert. Nur verlangt eben Übung. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Übung, Pappelapapp. Es sind übrigens schon wieder drei Zuschauer, also ungefähr. Bis später, Faith. So. Das war der Prolog. That was the Prologue. Yep. Und die Demo. Ja, jetzt gehen wir in die Story rein. Jetzt wird's hart. Ah, wirklich? Ach, das Intro überspringen wir jetzt mal. Nein. Zu spät. So. Blöd, Mann. So, los geht's. Man weiß doch gar nicht, was man machen muss. Doch, ja. Laufen! Neustart. Ah, Neustart. Nein! Tu's, los, hopp. Sowieso fast abgekratzt beim ersten Sprung. Bett über den Boomer kurz. Was soll ich denn übernehmen? Soll ich einfach mal labern? Scheiße. Wow, du tust ja super da rumrennen. Ja, ich renne auch super. Scheiße. Einfach mal jetzt hier durch die Häuser durch. Ich bin auch begeistert. Aber du musst ja, glaube ich, hoch. Ja, bin ich jetzt auch hoch? Nein! Ja, hoch. Hoch, ja. Hoch. Ja, darüber balancieren, genau. Abwärts. Wah. Platsch. Wollen wir jetzt da links ran? Ich glaube, wir müssen jetzt da links ran. Die Zeit passt. Der Leipzig ist schon fast da. Lauf einfach weiter in Richtung Funkturm. Gib dir den Kopf. Oh, das hast du aber schön gemacht. Ja, du musst links lang und rechts an der Wand vorbeilaufen. Oh! Ja. Ach, geschafft. Also so ein Wallride machen. Ah ne, das war doch auch noch in der Demo, oder ne? Ja, das war auch noch in der Demo. Das war noch in der Demo? Ja. Das war auch noch. Stimmt. Abgefahren, oder? Stimmt, da bis da oben hin war das, glaube ich, ne? Bist du diesen Turm, glaube ich, oder? Ja, glaubt schon. Da musst du jetzt da hoch in diesen Schacht, genau. Jo, passt schon. Ich finde den Weg. Ich finde nur dieses Loch nicht. Ist doch da oben gewesen. Ah ja. Oh oh. Leute. Ah, da geht's lang. Ja, super. Direkt ins Feuer rein. Ist recht. Fuck, wo geht's denn lang? Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist nervös. Das ist echt super. Sorry, dass ich Linkshänder bin. Ich gehe normalerweise immer zuerst links. Ja. So. Und gleich mal wieder wehgetan. Ja. Nichts dafür. Du musst dich abrollen. Nicht recht. Ja, ist so. Das hast du doch gerade alles im Tutorial so gelernt. Ja, ist recht. Wo muss ich hier lang? Verdammt nochmal.
kann mir nur verlaufen. Das ist das, was ich bei dem Spiel nicht mag. Ach. Ja. Bereit, klar, ich kann Paint jetzt sehen. Halt fest! Voll in die Fresse! Jo! Geil! Geschafft! Lauf zu Celeste, sind noch mehr Kopf im Anfang. Oh nee! Beeil dich, GPS klebt an dir! Hey, wirf den Koffer rüber! Dann musst du doch an den Hubschrauber dran fliegen. Was okay, machst du ja? Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar! Ciao, Jungs! Hau ihr ab, los! Tschüssi! Da ist der Hubschrauber! Schaffen! Souverän mit 5 gebrochenen Knochen geschafft. Ja. Oh, geht's gleich weiter? Warum haben die geschossen? Was hast du angefangen? Ich weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Warum haben die geschossen? Weil. So, jetzt kommen wir, glaube ich, in die Hauptstory. Zwischen den Kapiteln wird ja so im Comic-Style erzählt. Wie bitte, Officer Connors? Treff mich mit Pope, Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Anrufs auf. Letzte Woche 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke, Connors, Ende. Hallo Schwester. Da, Kleines. Ich werde, du hörst den Funk ab. Ja, machen wir. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich kenne nicht, wir können das ja auch vertonen, ne? Ich mag den Belag. Und du willst dann die Frau spielen, oder wie? Ich spiele die Frau. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Jetzt kannst du dein Kartenhäuschen nicht zu Ende bauen. Oh. Und machst es sogar noch kaputt. Kein Bock mehr, ist alles scheiße hier, ich google jetzt. Hey. Mark. Haust du ab? Klingt warum musst du googeln? Weil die Karten nämlich getippt hab an der Tastatur. Ach so. Jö. Jetzt müssen wir dieses halt näher abzuwandern. Jetzt müssen wir in dieses schöne große Gebäude. Ja, erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst. Jetzt haben wir es erst. Ja. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche ja, sieht doch relativ simpel aus. Ja, wo geht's hier lang? Wollte ich vergessen, genau. Nein! Sag nichts, Gail. Sag nichts. Moment, ich muss erstmal das Bild sehen. So, das hatte ich aber vorher schon gesagt. Kann die abrollen? Ich würde abrollen. Aber sie hat sich gemacht. Achtung, Hochspannung. Drake meint, es gäbe Stress am West Island bei Pope Thomas. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Keiner weiß, was da vor sich geht. Geht's jetzt lang? Mann, ich wollte abrollen! Du kannst auch den Controller nach vorne neigen. So. Na, so große Büroräume. Na, was muss ich hier jetzt nochmal verschieben? Ah ja. So große Büroräume und keine Sau drin.
Ja. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden-Einkaufszentrum? Das nenne ich mal gute Arbeitshaltung, oder? Mhm. Das Beste ist ja die Werbung hier rechts, die sich auch noch verändert. Oh, cool. Acer. Dr. Dave. Was geht? Oh, jetzt kommen wir in die Zwischensequenz. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Aber das Bild fängt wieder ein bisschen an zu stottern. Das ist Robert. Robert Pope. Der Freund von Dad. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, mich zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll, ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh! Und Faith. Hau ab, genau. Erst nochmal um. Ja. Shit! Raus, jetzt sind die Leute, Faith, los! Sie sind auf Deck! Oh, 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 oh! Ich hab... Das Vorteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Sag nichts, Kane. Kane, sag nichts. Idiot. Shit. Warum rennst du da volle Kanne rein? Ich weiß auch nicht. Das Vorteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Wo geht's denn lang? Oder? Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Nein, du dumme Kuh! Ich glaube, du bist sogar diesmal ein bisschen dein Bild voraus. Was bin ich denn? Genau. Ach, da geht's lang. Du bist dem Bild ein bisschen voraus. Echt? Was ist das?
Ui, ui, ui. Das ist nicht so. Das ist doch süß. Aber ich. Oh, wieder ohne Abzug. Ups. Ich dachte, da geht's lange. Ach, da muss ich lang. Also irgendwie ist abholen und ich werde keine Freunde mehr. Hey, da hast du doch gefilmt. Ja. Abholen. Donut. Ist gerade ein riesen Banner von zu sehen gewesen. Wo geht's jetzt weiter? Ach, da drüben. Was ist denn eigentlich jetzt mit Tobi? Keine Ahnung. Weiß ich immer noch nicht. Ihr guckt doch bestimmt gerade zu. Hier sind vier Leute. Nein! Ja, ich bin einer davon. Ich auch. Ja. Mal wohl das übliche Problem. Warum macht die Tusse keinen Wandsprung? Aber kein Wandlauf. Weil du es nicht befohlen hast. Hab ich aber. Kannst du nicht? Kannst du das gegen diesen Zug in den Bild machen gleich? Etwas schwierig. Ich sag das im Gute. Ach nee, schon wieder vom der Wand gefallen. Ei, ei, ei. Hinter diesen blöden Wand, denk ich mal. Ben, was grabst du denn da aus oder so? Ich ess was. Was gibt's denn Leckeres? Honigwaffeln. Von aller Natur. Waffeln. Warum springt die? Ich will mal drauf. Ja, so langsam können wir den Stream in Let's Fail in the Rose Edgeman benennen. Ja. Dann springen wir eben. Gut. Wie jetzt? Eine rote Tür. Das ist mir erstmal vor dem Sturm sicher, aber da kommen schon die nächsten dann raus. Ja. Alter. Sind die schießwütig? Guckt euch das an. Ja, 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 ja. Was für ein Chaos. Ich glaube nicht, dass es voll erwischt hat. Diese verdammte Stadt.
Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf das Fahrstuhl in den Plaza. Hat's gerade einen Kraftfehler gegeben? Wo? Hier ist CTI News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt Robert Pope wurde in seinem Büro am West Allen Drive tot aufgefunden. Bestätigt du konntest kurzzeitig durch die Tür durchgucken. Aus einer einzelnen präzisen zugefügten Schusswunde abmachen. Ja. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg. Jetzt bist du natürlich verdächtig, den Typen erschossen zu haben. Okay. Geht doch mit dem Wandlauf. Ja, Alter. Alter, hört auf zu schießen. Aua. Lauf. Lauf. Nein. Arschlöcher. Aber wie viel Werbung dafür Donuts gemacht werden? Ja, Donuts. Egal was hinter dir ist, lauf einfach weiter. Lauf ja schon. Schleide, schleide. Auf der Plaza müsste es einen Ausgang auf die Bahnüberführung geben. Creek kommt auf die andere Seite und holt sich raus. Ja. Ich hab'n Lauf. Ich hab'n Lauf. Im wahrsten Sinne. Die ist eine Billy. Schon wieder ein Hubschrauber. Tja. Das tut weh. Aua. Ist okay? Komm schon. Du hast dich gut geschlagen, Fate. Ich weiß immer noch nicht, warum die Kopf so schießwitzig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Was da alles auf an Kosten auf die Stadt zukommt. Das ist ja Wahnsinn. Wer darf das Glas bezahlen? Ja, die arme Versicherung. Verdammt, Merck. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. Was hey. Zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Hauptthema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen die Verlängerungen an. Also vorsicht da draußen, Sam. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Kopf der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum höchsten. Icarus. War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen und keine Flügel mehr und kein mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Phil. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet er euch. Wollen wir wetten? Wer? Jack Knife. Drake weiß, wo Jack Knife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainer. Oh, oh, oh. Die Anfangssequenz kenne ich. Ich glaube, da bin ich auch oft drauf gegangen.
Also wird das wirklich nur Let's Fail? Ja, Let's Fail. Die Städtischen Behörden untersuchen den Todesanwalt und Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters Robert Pope, der erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Die CPS hat eine Schon den ersten Anlauf ans Rohrraum zu kommen, vermasselt. Schnauze. Was war das? Ach, das wollte ich. Okay. Wieder nicht abgeholt. Ach, Schnauze. Sei mal ein bisschen netter. Der Helikopter hat dich entdeckt. Ich hab Oh. Wo ist der? Hier? Ja. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das so verrückt bin. So, jetzt erst über die ganzen Hindernisse. Die Fackel schießen. Hey, du blöde Füße! Scheiße, da geht's nicht rein. Das war eng genug. Das war eng genug. Aber ich finde das Gameplay richtig interessant momentan. Mhm. Kann mich schon fast ärgern, dass ich mir das Spiel nicht geholt habe. So, nur sonst irgendwas Besonderes? Ne. Eine Türe! Oh nö! Oh nö! Sie haben dich eingekettet. Du musst die Kanalisation erreichen. Oh nö, oh nö, oh nö! Aber auch wirklich schön, okay, wie alles in Rot markiert ist, wie der muss. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Wie kommst du doch nicht auf? Nimm alles zurück! Ui. Spring in die Rotorenblätter! Na klar! Nein! Ich habe natürlich den falschen Knopf gedrückt. Ja. Fail. So. Ist die dumm? Da ist, glaube ich, Ben einfach mal zu. Was sagst du zu Ben? Ja. Ja, verkackst du gerade ein bisschen. Ja.
Ach, jetzt. Glück gehabt. Aber es muss wehtun, so wie der Mosch schreit. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Boah. Vorentriegelung zu. Jetzt ist schon weg. Warum hast du den Knopf gedrückt, Andi? Weil der Knopf so lustig war. Das sah so aus, wie man den drücken sollte. Jetzt habe ich keinen Plan. Ja, du sagst halt, du warst nicht drauf drücken, oder? Hier, für dieses Tor war es gut. Ich ganz kirre, ja. Sieht von mir aus, packt ihr. War das gerade ein Laserschwert? So, jetzt habe ich irgendwas intrigiert und habe keinen Plan was. Ah ja, hier. Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite wird ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Ich laufe und renne. Los, weiter, glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommen. Hier kommt gerade was durch. Mist. Sie haben wohl geahnt, dass die Kopf drin verkriecht und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Scharfschützen? Wo sind die denn? Oh oh! Ich sehe schon. Hallo Mädels. Nein! Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Bild. Auf jeden Fall bist du da durch. Mensch, das ging gerade so gut. Mahlzeit. Hast aber auch eine harte Linke als Frau. Ja. Jeder muss mal seine weibliche Seite zeigen. Das musst du mir jetzt erklären, Kane, was da passiert ist. Wo? Was? Hm? Also, du bist nicht gesprungen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Speedy 0033 schreibt Öl. Was? Ja, da hat jemand im Chat geschrieben. Cool. Oh, oh. Nein! Ich will den. Ja, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Wow. Sie sind drin, los, raus da, Fate. Spring. Genau. Mach mal ein Salto.
nicht jucken. Lass jucken, Kumpel. Ja, das geht nicht. So, und jetzt haben wir, warte. Und auf die Wasserrutsche. Autsch. Oh, Backe. Andi. Ja, du Andi, wie lange ich das Spiel schon nicht mehr gespielt habe. Als ob es daran liegen würde. Daran liegt's auch. Immer diese faulen Ausreden hier. Sei doch ehrlich, du willst nur noch mal die Wasserrutsche da. Ja. Wasserrutsche. Was entriegel ich denn jetzt? Ach, das entriegel ich. Zugangspunkt, dein Ausgangsfeld ist Jack Knife, ist nicht bereit. Und jetzt? Ja. Nun bahnen wir uns den Weg nach oben. Aber da ist die Sonne. Scheiß drauf. Das... nee, also... Blöde Kuh. Gar kein Fall. Alter! Ja. Ja! Und da geht er sterben. Jetzt geht doch. Aber wie die immer stöhnt. Boah, muss ja realistisch springen. So. Jetzt dreht er wieder am Rad, okay. Ja. Wer von euch glaubt, dass ich jetzt gerade beinahe wieder verreckt wäre? Ich. wo geht's jetzt lang? Ah ja. Dieses Knöpfchen drücken. Drück aufs Knöpfchen, Max. Oh nein! Nein! Okay. Das war jetzt echt schlecht. Andi, du bist wirklich ein bisschen voraus. Ja, wirklich? Na, schon ein paar Sekunden. Ich will von oben drauf springen, wenn es unter mir wäre. Mal versuchen. Jetzt. Ja, eine böse Sache, wir sind doch irgendwo schon wieder im Pulver. Ich werde gerade auch übelst verfassen.
Die haben Pumpen in der Hand. Renn lieber weg. Was hat das Billy geschrieben? Öl. Ja. Warum Öl? Walnussöl. Eine Walnuss oder wie? No. Le Pomme de Bär. Le Pamplemousse. Gut! Le Sac de Crozier. Le Baguette. Okay. Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Autsch! Wieso Autsch? Ich mir gerade wehgetan habe. Oh. Weiter so. Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. Nee, nee. So geht er nicht. Und weiter geht's. Gott, mein bester Mann. Komm bei Mutti. Warte, du Drecksack! Genau, Ben. Achso. Ey. Ich doch direkt hier irgendwas in mich reinstopfen, ey. Das wird's doch ganz gut. Hey, sogar abgerollt. Ja, langsam krieg ich's hin. So gut, ey. Das kotzt mich nur an, dass es mit dem Hast du jetzt eigentlich diesen Lover von Krobi mal angenommen? Neunjährigen da? Boah, fuck. Ach so, das ist Alice Tag. Hä? Mit Tim. Ach so, nee, den Tim habe ich nicht angenommen. Tut mir zwar persönlich für ihn leid, aber ja. Auch schön ist, wie er auf dich immer wartet, obwohl er vor dir wegrennt, ne? Ja. Wie schnell der wäre. Du verlierst ihn, Faith. Ach, da geht's rein. Komm mal, Drecksack. Du hättest links kommen musst. Verdammt! Jetzt kriegst du übrigens deine Musik, Kane. Endlich! Boah, mieses Arschloch. Hey. Kommen. Ja, da liegt er jetzt. Ja. Super. Ja. Ja. Und dann lieg ich da. Hey. Vor allem, wie schön das auch immer Platsch macht. Hey, wir sind schon bei 5 Zuschauern, wow. Oh. Oh, scheiße. Pass auf, nicht, dass du runterfällst. Keine Sorge. Bei dir weiß man ja nie, dass du ruhig durch. Oh, 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 oh.
Sag nichts, sag nichts. Na gut. Ja, das war gut, ja. Wie ich da rechts in der Schlange rum bin. Sag mir einfach, ja, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat. Sah wie gewollt aus. Das war ein Cop. Ja. Dann hast du das gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Bird. Kommst du irgendwann zum Punkt? Roeburn. Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Fatey. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Roper zu gehen. Wirklich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Kopf. Egal, was Kate sagt. Hüpf mal. Wie denn? Andi ist auch uns voraus, Mensch. Sechs Leute, wow! Hurra! Wobei stimmt, im Kanal steht glaube ich noch, dass das ist, wo Mario World spielt. Wobei ist ja, das ist ja sowas ähnliches. Das springt man auch. Ihr guckt, oh, ja, ihr guckt ja für mich in den Chat. Oh, oh, ja. Sie wurde verhaftet. Das ist ja eine Überraschung. Und Sie sind zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Das war eine Frage. Ich weiß, ja, dass Kate so etwas gefährlich ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird verdient. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus einem... Warte, was? Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. So, liebe Leute, ich glaube, das ist auch mal genug mehr aus Edge, oder? Weiß nicht. Müssen wir mal die Leute fragen, die zugucken. Also schreibt jetzt im Chat mal kurz rein, ob ihr weiter gucken wollt oder... Was habe ich noch zur Verfügung? Kane, du wolltest doch bestimmt mal Dragon Ball sehen. Wieso ich? Oder hat jemand Bock auf FIFA Street oder was habe ich noch? Fußball. Hier Fußball, aber das ist anderes Fußball. Obwohl, ne, mal gucken, einfach mal gucken, was die Leute im Chat schreiben. Wir sind ja jetzt schon 7 Leute. Okay, Gamer ist für FIFA Street. Oder will jemand Naruto sehen? Oh nee. Oh nö. Oder halt, Grobi wollte doch One Piece sehen. Och nö, ja. Was hast du denn sonst noch so? Was habe ich denn sonst noch so? GTA liegt da vorne, Heavy Rain, Modern Warfare 2, 2. Little Big Planet. FIFA Street. Eben die Modern Warfare 2? Ja, Call of Duty. Aha. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu Mainstream. Was habe ich da vorne noch? F1 habe ich da vorne noch liegen, GT5 und eben Naruto. In meiner Schachtel verpackt ist, oder ja, ganz tief unten ist noch Grid, weiß ich. Dazu hey, Race Driver Grid? Ja. Könnte man ja mal zeigen. Das Problematische ist, das müsste ich auch mal wieder installieren. Ach, das ja, würde seine Zeit brauchen. Ja klar, ich zeige jetzt ein 24-Stunden-Ausdauerrennen, das wär's.
Was sagt denn der Benny? Was soll ich sagen? Ein Spiel. Mach Quid. Du verlangst jetzt einfach mir, dass ich da Quid auspack. Schade, dass wir nicht jetzt gegeneinander irgendwie Gran Turismo zocken können. Ja. Oder sonst irgendwas machen können, weißt du? Ich stream Gamer. Ja, hau mal irgendwie was rein, wir verlieren schon wieder Leute. Wir verlieren schon wieder Leute? Okay, ich mache irgendwas rein. Mach mal. Zack. Ja, mach doch da einfach mal FIFA Street rein, oder? Jo. Komm, ich kann der mal. Ben mal ein bisschen mehr sagen. Mit der kennt sich ja in dem Metier mehr aus. Das sieht man auch mit meinem richtigen Namen, glaube ich. Scheiße. Egal. Ich lege euch mal kurz wieder ab. Jo. Zockst du selber gerade ein bisschen in aller Ruhe. Warum hat jetzt mein Headset geknackt? Nicht gut. Kane ist kacke. Hallo? Das war mal so eine kleine Einführung in Mirror's Edge. Ich fand das jetzt eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Genau, was sagst du, Ben? Erzähl mal ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ganz oft die Demo getoppt, aber immer zu geizig gewesen, das Spiel zu holen. Ne? Ja, also... Das kann ich auch nur sagen. Und ich will es ein bisschen, soll ich sagen, wehmütig, dass ich mir das nicht geholt habe. Aber es gibt es auch immer noch in der Spielepyramide, glaube ich, ab und zu mal. Ja. Ja, Gamer, ich streame. Habe ich hier gerade mein Kabel durcheinander gebracht. So. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Das war nicht böse, Gamer. Das war doch nicht böse. Warum denken so viele, dass ich das immer böse meine? Weil du böse bist. Oh. Gut, das gute neue FIFA Street, das in Anführungszeichen realistischer sein soll. Gegenüber was? Gegenüber den alten. Vorher gab es ja FIFA Street, FIFA Street 2, FIFA Street 3. Und weil man das neue Spiel nicht FIFA Street 4 nennen wollte, hat man einfach den Stil geändert und hat es wieder ganz normal FIFA Street genannt. Mach mal ein Futsal-Spiel. Okay. Moment, da muss ich schon meine Mannschaft nehmen. Oder? Ja. Aha. Street Strikers. Dann machen wir es mal für den Benny. Ach halt, nicht zu dem Zeitpunkt war Eintracht nicht in der ersten Liga, schade. Es geht mir langsam hier alles zu weit. Mach mal Deutschland. Ja. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Bleib bei meinen Spielern. Bei der Taktik auch.
In meinem Team ist übrigens Arshavin der einzige reale Spieler. Und der Rest? Der Rest ist selbst erstellt. Der Junior, der Helmut, der Andriani. Oh, Adriani. Und machen wir den Ton ein bisschen leiser. Von euch, so. Das ist ja überhaupt kein Futsal. Hey, ich hatte aber Futsal eingestellt. Doch, das ist Futsal. Nee. Doch, das doch keine Auslinien. Doch. Guck dir das an. Ach so, doch, ja, okay. Mama, jetzt muss ich auch mal über die Stellung kennenlernen. Siehst du aus. Ui. Boah, ich darf einen Trick machen. Ups. Muss erstmal wieder reinkommen. Ben, wo bleibt deine Fachkompetenz? Ja, man sieht auf jeden Fall hier schön den Ball. Der läuft. Wer bist denn du an? Die Weiß oder Rot? Die Roten. Der läuft natürlich nicht so gut für den Andi, aber er bleibt dran. Drecksack. Ui, schön den Ball abgenommen. Ja. Ah, vielleicht jetzt das Eigentor? Nee, nicht. Immer wieder Weiß. Alles geht hier über Weiß. Schade. Oh, da wird er überheblich. Ui, wer wird den ersten Treffer kassieren? Okay, es wurde schon. Nein, das setzt sich drauf, der Drecksack. Bin wieder viel zu viel voraus. Eieiei. Wird ein Hauch hoch verlieren oder? Ja, Haus hoch nicht, aber dass ich verliere. Die Möglichkeit besteht. Ich glaube, der Andi muss auf Halbprofi spielen. Ui. Schön reagiert vom Torwart. So muss es sein. Meister. Warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Ja, die sind knackig wie die Wiener. Schön. Was ist denn das? Das war knapp. Wenn wir ein bisschen konsequenter spielen. Genau, einfach mal auf den Mann spielen. Das heißt, auf den Mann. So in etwa. Stuttgart gespielt hat. Stimmt, ich hätte gegen Dortmund spielen können. Oh, war ja. Ach, das ist schon mal okay, wie es ausgegangen ist. Wie? Schön die Ecke gerettet. Du.
Und da macht er einen Ausgleichstreffer. Ja. Schön den Ball abgedrückt. Oh ja, Rob. Schade. Los, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Nein! Oh! Scheiße. Ui! Ui, ui, ui. Ganz schön weg, ab her, Andi. Das Tor stand aber einen Meter weiter nach links, ne? Ja, ich weiß. Ups. Ich weiß auch nicht, warum ich heute die ganze Zeit aufstoße. Ich habe auch. Kanulönchen, mach mal eben so 5 Minuten Pause. Oh. Das war natürlich wunderschön. Ja. Wunderschön, ja, aber leider nicht. Effizient genug. Nein! Und warum geht das jetzt, dass wir jetzt noch, könnte man sagen, online gegeneinander spielen würden und die würden das sehen? Das wird extrem laggen, weil meine Internetleitung das nicht mehr mitmacht. Ja, das ist doof. Ich hab verloren. Ja, das war doch, glaube ich, mein Stichwort, oder? Wie mit verloren? Wow. Ich hab verloren, dein Stichwort. Ja. Andi, was kannst du eigentlich, hä? Noch nicht mal Fußballspiele kannst du. Schäm dich. Ist auch eine Schande für mein Team. Was machst du nun? Ich mach mal einen anderen Ort. Anderes Spiel, ganz normale Hallenfußball. Wir können nach Leipzig gehen, was haben wir noch? Leipzig? Venedig? Dann nehmen wir mal Venedig. Ui. Der Grobi ist nicht wiedergekommen bisher. Jetzt machen wir mal Dortmund fertig. Das ist übrigens Freizeitkleidung, was die Leute anhaben. Und warum trägt man sowas? Weil es Freizeit ist. Ach so. So, ich gehe jetzt mal eine rauchen und nehme gleich mit. Oder fort ruhig. Mal zeigen, weil ich auf die Nase putze.
Auf drei. Eins, zwei, drei. So. Da kann ich. Ach, schade. Spielt auch genau auf den gegnerischen Spieler. Ui, ui, ui. Alter, das ist doch mal Glück. Mist. Wird Andi zwei Spiele hintereinander verlieren, live. Mist. Bin einfach nur zu spät dran. Froh sein, dass dein Torwart auch immer im Weg vom Ball ist. Oh. Hier ist einfach eine Katze, die mir. Bitte nicht. Ui, 2-0. Oh, mein Arschawin. Was ist mit deinem Arsch? Arschawin. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Materie Fußball nicht aus. Und da ist das Arschawin kennt er noch kaum eine Sau. Sag mal, hast du jetzt gerade eben, ohne dass wir es mitbekommen haben, auf leicht gestellt oder warum? Nö. Gewinnst du? Ist nur so, dass mir das Normale besser liegt wie Futsal. Wo ist da der Unterschied? Dass kein Aus gibt und die Tore größer sind. Ach so, ja. Größere Tore, ja. Ja. Huch, wir sind nur noch vier. Oh. Noch schade. Und das 4-0, das gibt's doch nicht. Gerade völlig abgekackt und jetzt? Im Rausch. Ja, wirklich. Was macht der Torwart da? Keine Ahnung. Du bist der Torwart. Wieso hast du den Torwart so weit rausgeholt? Ich würde einfach ein bisschen Show machen. Und trotzdem gefailt.
Hey, wir sind wieder fünf. Das klassisch lieber. Ah, nee, mach keinen Scheiß. Wahnsinn. Boah, faul! Faul! Schwalbe! Wird auf deiner Seite vielleicht noch das 5-1 auftauchen? Ja, wenn ich nicht zu doof bin, das Tor zu treffen. 4. Du spielst dem Torwart von Dortmund aber auch jetzt gerade die Bälle nur so in die Hand, ne? Ja. Aus, das Spiel ist aus. Jo, dann kann ich euch ja das nächste zeigen. Da gibt es ja unterschiedliche Spielarten, nicht nur Futsal und das Normale, sondern was haben wir denn noch? Wir haben hier auch noch Panna-Regeln. Was sind denn bitte schon Panna-Regeln? Oh, Panna-Regeln. Da geht es darum, wenn ich es richtig im Kopf habe, so viele Punkte wie möglich zu machen. Und die Punkte, die bekommt man nur gut geschrieben, wenn man auch anschließend das Tor macht. Okay. Das sind dann immer nur zwei Spieler auf dem Platz. Nimm doch mal eine andere Mannschaft als deine eigene. Warum? Ich will nicht verlieren sehen. Ich guck mir gerade noch einen Platz. Machen wir es mal ganz abwesend. Huch, Benny ist jetzt auch weg. Guck. Huch auch? Ja. Macht Smartphone nicht mehr mit. Das wird's mal ganz abwesend. Ne? Ah nee, geht drum Punkte zu machen. Das waren die Panna-Regeln. Wenn man Spieler austrickst, bekommt man einen Punkt. Diese Punkte kommen aber nur richtig aufs Konto, wenn man auch ein Tor macht. Kann ich vielleicht gleich mal zeigen. Beziehungsweise es gibt mehr Punkte, wenn man auch noch einen Gegenspieler tunnelt. Ben? Uhu. Ich glaube, das Smartphone macht nicht mehr lange mit. Das sieht man jetzt. Der VfB hat mich einmal ausgetrickst, der VfB-Spieler. Und wenn man ein Tor schießt, kriegt man auch noch einen Punkt. Okay. Und die Punkte wurden eben erst gut geschrieben, wenn man auch das Tor macht. Wie jetzt ich, zwei ausgetrickst, ein Tor gemacht. Warum habe ich jetzt 4? Na egal. Freu dich doch einfach. Ich freue mich. Ah, stimmt, durch die Luft ist zwei Punkte wert. Normal austricksen am Boden 1 Punkt, durch die Luft 2 und durch die Beine 3. So zum Beispiel. Und je öfter du einer Runde austrickst, bevor ein Tor geschossen wird, umso mehr Punkte kriegst du, oder wie? Ja.
Ja, genau. Das Problem ist nur, das seht ihr jetzt, oder habt ihr jetzt schon gesehen, wenn der einen Gegner natürlich trifft, dann sind die Punkte verloren. Ja. Die man sich ertrickst hat. Ui, es wird nochmal Eigentor? Weiß gar nicht. Gibt's da... Ja, es gibt glaube ich zwei Halbzeiten, ja. Gamer schreibt Eigentor, buh, buh. Ja, machen wir es einfach. Schön. Man kann sich natürlich auch die Punkte erarbeiten, indem man einfach immer das Tor macht. Versuch doch jetzt mal eine richtig gute Ultra-Runde zu machen. Jo, kann ich jetzt auch versuchen. Nein. Ui, und da wurde ein Tor gemacht. Jo. 3 Punkte hast du schon gesichert. Das war's. Und er trifft um Verrecken nicht das Tor. Alter, war das gerade ein Siegesgruß? Dass die Entwickler das nicht entdeckt haben? Also, da muss EA noch mal was machen. So, jetzt zeige ich euch noch das letzte, was es gibt. Und dann sind wir mit FIFA durch, oder wie? Ja. Das sind dann die verschiedenen Disziplinen. Okay, es gibt auch noch mit Sechser, es gibt auch noch Sechser-Teams. Ja, aber es ist ja nichts anderes als ein anderes, ne? Dreier-Team. Nehme ich jetzt meinetwegen noch mal eine andere Mannschaft. Wen hast du genommen? Ach, Stuttgart. Ja. Und du willst die Bayern platten. Ja. Schaffst du das denn auch? Keine Ahnung. Gamer wünscht sich den Skatepark. Den Skatepark? Das müsste, denke ich, gehen. Nee, geht doch nicht. Steht leider nicht zur Verfügung. Schade. Letzter Mann nicht. Aber den Käfig.
Ja, Käfig ist immer gut. Verdammt. Nee, Shanghai kennt man noch aus Demo, wer die Demo gezockt hat. Und das andere Basketballplatz, ja. Naja. Nur noch 3 Leute. Oh. Übrigens auch ganz nett, links oben sieht man das aktuelle Datum in der Kamera. Ach so, heute ist also der 13. So, und das Besondere hier ist, wer ein Tor schießt, oder der Spieler, der ein Tor schießt, dessen Mann muss vom Platz. Ach so. Und da geht es eben darum, wer zuallererst alle seine Leute vom Platz runter hat. Ah, okay. Hui. Also je mehr Tore, umso schwieriger, weil weniger Leute. Ja. Stell ich mir witzig vor, 4 gegen 1. Nein. Ja, nicht außen treffen, innen wäre schon gut. Ach, und jetzt hat ein Bayern-Spieler schon Pause. Ich habe es nicht gesehen, wer. Ja, der Schweinsteiger. Der steht übrigens dann rechts neben dem Käfig. Neben dem rechten Tor. Und da ist der erste VfB-Spieler vom Platz. Ui, und die Bayern schnell nachgelegt. Machst du fertig? Oh, ich lasse das Tor natürlich komplett offen. Ja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Andi. Der versteckt sich jetzt natürlich direkt vor seinem Tor. Andi muss jetzt natürlich erstmal aufmüpfen. Macht ja auch mal was anderes als vorm Tor stehen. Hast du doch gesehen? Ja, jetzt gerade. Weiter hinten. Wow, Drecksack. So, jetzt eins Manu Imano. Und das ja. Sah jetzt richtig einfach aus. Ja. Am Ende geht's auch schnell. Ja, das waren die Spieleindrücke von Viva Street. Ja, top motivierend, wie man hört. ja.
Was nun? Der Grobi wird sich jetzt wahrscheinlich wieder ärgern, dass wir kein anderes Thema irgendwie angeschnitten haben. Machen wir hier kurz mal Schluss. Sonst, du hast gerade, Benny hat uns auch verlassen. Ja, ich bimmel gerade nochmal an. Ja, Schlappschwänze. So, was könntest du jetzt machen? Ja, ich könnte die Wii anschließen. Ha, als ob du Gedanken lesen kannst. Guck mal im Chat von uns Vieren. Von uns Vieren? Ah, ja. Dann uno momento. Kannst du dann so ein kleines Video einblenden oder so? Für die Überbrückung? Ein kleines Video für die Überbrückung. Moment. Muss mal gucken, ob ich irgendwas Lustiges auf Lager habe. Naja, lustig jetzt nicht unbedingt, aber man muss ja ein bisschen Werbung machen. Ja, mach mal Werbung, genau. So lang schalten wir das hier mal ab. Moment. Wir wollen sie auch richtig ins Bild kriegen. Brauchen nur erstmal die Übersicht. Ich glaube, so ist es einigermaßen gut im Bild, oder? Ein bisschen nach links vielleicht noch. Ja gut, passt schon eigentlich. Gut, dann bis gleich, bis ich die Wii angeschlossen habe, beziehungsweise das muss ich noch kurz einblenden. So. Bis gleich. Ja, dann sage ich immer ein bisschen was zum... Ja, das ist hier die GCG, Gaming Community Germany. Das ist so eine kleine Community, die sich auf der PS3 gebildet hat. Wir fahren dann auf Gran Turismo 5 so Meisterschaften, Events und sowas wie LMS oder... Momentan haben wir halt so eine GT500 Meisterschaft am Laufen. Wenn ihr Interesse habt, verfahrt, lustig seid und so, guckt doch einfach mal vorbei auf g-10-g.de.tl. Fire, so I can
Ja, Entschuldigung, Leute. Ja. War noch ein paar nette Bilder. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie auf Gran Turismo ein paar nette, lustige Leute, die sehr fair fahren, sucht, treffen wollt, wie auch immer, besucht uns auf g-c-g.de.tl. Hinterlasst irgendwie mal was im Gästebuch oder so, schreibt was. Und ja, wir sind über jeden Neuzugang erfreut. So, ein Moment Geduld, gleich geht's weiter mit ein paar Wii Spiel. Kurze Nachricht, Leute, ich muss mal ganz kurz den Stream beenden. Ui. Ja, sonst will er mir nicht aufnehmen, oder will er mir das Ding nicht annehmen. Achso, ja. Wir sind gleich wieder da, ohne Moment so. Mein Erter. Da, 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 da.